Moin, ganz herzliches Willkommen bei Black True Gaming. Heute LS22 Black Wolves am Start. Dabei der Terry, Terrence, hi. Hallöchen. Ja, unsere zwei jüngsten Geschwister, die Lizzie und der Little John, sind auf dem Reitturnier. Deshalb die restliche Arbeit bleibt an uns Alten hängen. Ist ja normal. Wie immer. Die Alten müssen bluten. Ja, ich bin gerade am Flügen hier, Feld 33. Telefonieren mit Terrence über Lautsprecher. Servus, Terrence. Hallo. Du machst, glaube ich, gerade hier Steine weg. Ja, ich walze. Wobei ich jetzt hier fast nichts mehr sehe, also. Ich glaube, die Steine sind ja wirklich weg. Also ich kann wirklich hinten anfangen, da wo Lizzie aufgehört hat. Da waren aber noch Steine drauf. Aber ja, letzten Endes. Aber ich sehe keine. Ja, vielleicht ist da ein Synchronisationsproblem. Ja. Ich setze es einfach da an, wo Lizzie aufgehört hat mit dem Steinesammler. Genau. Und dann wollte ich mal noch gucken, was denn das Feld hier kostet. Das ist schon ein Riesending, gell? Das 32er. 510.000. Okay, können wir uns nicht leisten. 31, 300.000, 200.000. Das 30er. Oh shit. Sei doch tatsächlich. Ein Stückle zu wenig gepflugt. Aber ich glaube, wir gehen jetzt noch auf ein nächstes Feld, oder? Ja, das ist, glaube ich, schon ein bisschen Risiko, oder? Wenn wir das jetzt noch machen. Ja, gut. Fresh. Ja, auf der anderen Seite. Die Menge an Silage. Weil wir kriegen hier schon ordentlich viel raus. So ist ja nicht, weißt du? Wir müssen es halt auch abgeerntet kriegen, der Käse. Das stimmt, ja. Wobei wir die große Sämaschine. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn wir sagen, wir zwei fahren ab ja. Und holen uns einen Helfer, ja. Die Zeit. Ja, geht nicht anders. Dann müssten wir ja eigentlich auch zwei Felder packen. Ja. Müssen halt nur mal immer wieder einer zwischendrin mal die Silage stapeln. Silage schieben. Sache ist halt, kriegen wir diese ganze Silage überhaupt verkauft? Oh, Achtung, ich hab hier Wände. Ja, ich seh's, ja. Was? Ich fahr, mach so eine Wende. Ah, okay. Was heißt verkauft? Also, ich meine, in der Bunker. Die BGA. Lass mal, nee, die BGA. Dass man in die BGA alles reinkriegt. Ja, gut. Ja. Du musst so sagen, der Winter kommt ja auch noch. Also, es ist ja nicht so, dass wir. Ja, klar. Also ich würde es jetzt ehrlich gesagt einfach machen. Wenn nicht, ist das Feld aber wieder schnell verkauft. Ja. Wenn es ganz blöd läuft, ist es schnell verkauft. War das jetzt andere nicht? Ich würde es 32 nehmen. Das 30er, glaube ich, ist ganz am Rand. Was ist denn drauf? Ist gar nicht. Gerste. Wenn wir Gerste häckseln? Ja, brauchen wir halt das spezielle Häcksler. Und ich weiß nicht, ob es verdorrt ist, weißt du, wir haben jetzt Winter. Wobei Gerste wird im Herbst angesät. Können wir eigentlich. Ja, das ist sogar bald schon fertig. Ja, also. Das kaufen. Oder? Machen wir. Ja. Dann
Dann holen wir vielleicht zum Ansehen schon einen Helfer. Müssen wir halt mal auf dem Arbeitsamt anrufen. Blutunternehmer. Nur ein Unternehmerchen. Braucht ja nur in unsere Maschine reinsitzen. Dann brauchen wir auch nichts pflügen so, sondern können es einfach wahrscheinlich einmal drüber düngen noch. Ah, und hier müssen wir noch kalken, gell? Das heißt, wir können nachher gleich nehmen wir eine kleine Fendt, lassen drüber kalken. Hier, ja. Dann das können wir auch mit dem Lohnunternehmer machen. Ja. Ja gut, bis halt Ding frei ist. Wenn Ding nachher frei ist, U-Bahn müssen wir hier. Oh, scheiße. Das Maschinchen war noch nicht unten. Terry, U-Bahn ja? Müssen wir hier auch noch. Auch noch? Ja, ja. Oh, scheiße. Saatbett vorbereiten. Im U-Bahn kannst du mit Johnny ziehen, oder? Ja, gerade so. Fendt wäre eigentlich besser, der hat mehr Power. Ja gut, wenn nicht, dann tauschen wir gerade. Dann, nachher. Weil ich ja. Brauche mittlerweile nur 130. Ja. Oder 150 PS. Ja, du bist ja auf Flut. Stell dir mal vor, du hast die doppelte Walze her, alter Falter. Da hast du noch zwei Bahnen? Ja, ich glaube, mit einem Mal, Mal, mit einem Mal zurück ist nicht getan, aber dann. Okay. Viel Arbeit. Viel Arbeit, aber irgendwie macht's. Auch wenn es nicht spektakulär ist, irgendwie macht es mir ganz Spaß. Einfach hier sitzen. Ja, mit dem, ja, Lenkrad, ja, ist sehr mit dem Lenkrad fahren, das ist das sehr, ist sehr geil. Einfach das Geilste, ja. Schön gemütlich nebenbei mit seinem Bro telefonieren. Ja. Brozillus. Ja, ist ja schön, dass wir uns alle einig waren, dass wir das machen, das Projekt. Das Projektchen. Ja. Und und wir wenn haben die, viel vor. Und wenn wir unsere BGA dann endlich in Betrieb nehmen. Und was wir noch alles machen wollen, dann. Arbeitsplätze schaffen. Ja. Bist du gerade wieder auf Tour runter? Ja. Weil dann warte ich gerade noch, bis ich dann brauche ich jetzt nicht drum rumfahren. Das stimmt, ja. Warten wir kurz, bis Bad runterkommt. Ja, sieht sogar gut aus mit der Feldbreite. Na, da vorne wird es noch ein bisschen breiter. Da kann es nicht reichen. Ja, dann hole ich den Kalker. Den Kalker lassen wir so laufen mit dem LU, oder? Ja. Und dann den ist am besten, glaube ich jetzt. Ober. Wobei, du könntest dann grubern mit dem Fendt, wenn du soweit bist.
Und dann Ja, du hole ich die brauchst ein Fan fürs Sämaschine. Ding. Für die Sämaschine, oder? Nee. Mit dem Johnny können wir alles fahren. Der Kuba braucht am meisten. Die Sämaschine braucht nur 360 und wir haben ja 458 im Johnny. Ah, okay. Heißt, das reicht eigentlich. Du könntest kurz noch warten, bis ich dann in Resch gefahren bin. Ich glaube, deine Walze ist breiter als ist das Ding, weil ich gerade pflüge. Ein kleiner Streifen bleibt gerade stehen, leider. Genau, kurz pinkeln. Einfach hinter der Trecker. Ja, da ans Bäumchen, ins Bächle. Bis gleich. Tschüssi. So. Quetsch. Einmal wenden. Mit dem Pflug. Maler Kackstreifen da bleibt stehen. Na, klasse. Vorne und rechts am Feldrand noch ein bisschen was und dann fahren wir den Flug heim. Feldbegrenzung machen wir schon mal aus. So, gut. Den Streifen hat der Terry vorher vergessen. Alles sauber gepflügt ist, müssen wir darauf achten. So, und damit haben wir das Feld fertig gepflügt. Gut so. Mal die Mühle hoch am Straßenrand. Den Rest lassen wir doch einfach den Helfer fahren, hä? Nicht Feldarbeit, sondern freie Fahrt. Zack. Und ab geht's. Wir springen zu dem hier.
Ja, wenn man das Mikro auf stumm hat, ist halt auch scheiße, gell? Jo. Ich hab die ganze Zeit gebabbelt. Das ist blöd. Also ich bin vom Pinkeln schon lang wieder zurück. Wie lief's? Ja, feucht fröhlich. Schön flüssig. Ja, ich hab Glück. In deinem anderen Terry. Deine Pinkel ist kacke. Lisi meinte ja, im Streuer müsste Ding drin sein, gell? Kalk, ja, aber wenig. Kalk. Nur 8000, ich glaube, da braucht man mehr. Deshalb habe ich jetzt gerade nochmal Kalk gekauft. Ah, okay. Hoppala. Oh, da sind 2000 Liter in einem Big Pack drin. Ein bisschen viel. Im Kalk? Ja. Ja. Da muss nachher der Gaby Staby, glaube ich, nochmal ran. Sonst steht hier Kalk rum. Ich habe 8 Pack gekauft, weil ich dachte, es sind nur 1000 drin. Okay. Ich habe Lisi und John schon gesagt, wir können uns mal überlegen, es gibt Silos, wo wir direkt befüllen können. Mit was? Mit Saatgut weiß ich auf jeden Fall, mit den anderen weiß ich es nicht. Mhm. Je nach Kosten oder sowas, dass wir uns vielleicht mal sowas auf den Hof bauen. Ja, können wir mal gucken. Kostenmäßig sind wir momentan übrigens im Anschlag. Ja. Oh, das wird gerade so arschknapp mit der Breite. Nein, das reicht nicht. Das wird nicht reichen. Aber es macht schon richtig Bock mit dem Trecker. Ja, ist schon eine geile Maschine hier. Ja. Ah, doch, reicht genau. Wie geil. Wenn er jetzt noch richtig fahren würde, dann wird es reichen. So. Gott. Letzte Tour, dann bin ich durch mit Walzen. Kalk läuft. Kupern und dann säen, oder was? Genau. Oh. Hat er nicht die Steine mitgenommen? Auch lustig jetzt, ja.
Ja, muss mit der Walze wirklich über die Steinfelder wirklich richtig drüber, dass die auch verschwinden, du. Die kleinen Kieseldinger, du. Hi, Gott, verdammt, du. Ansaat ist morgen. Vom Mais. Ach, Gerste können wir erst im Juni ernten, Phil. Also haben wir noch Ah, okay. zweieinhalb Einmal. Tage Zeit. Von daher Okay. kein Stress. Können wir säen. Grubern machen wir morgen. Ja, das schaut gut aus. Wobei im Oktober. Ah, haben wir schon eine Wetterstation gekauft? Ja. Eigentlich? Ja, Hab perfekt. ich, hab ich. Perfekto. Dann gehe ich auch mal kurz für kleine Buchhalter. Ja, ich pack meinen Gruber und fahr los, oder? Ja, wollen wir es nicht erst morgen machen? Morgen früh direkt. Ja, oder so. Schön ausgeschlafen. Jo, Also, bis okay. gleich. Bis gleich. Bisschen eng hier, da. Bisschen eng. So, dann fahren wir rüber und holen den Robert mit uns mal einmal noch hin. So, werde gepinkelt. Ja. Nee. Nee. Wie breit ist unser Dings, Feldhäcksler? 9 Weiß Meter. nicht. Warum? Was ist Das jetzt? ist einer im Sonderangebot. Oh. Ein Den könnt Häcksler oder ein Schneidwerk? ein Schneidewerk. Ein Feld Häcksler Dings. Also das, was wir haben. Und so eine scheiß Düngespritze auch. Also wenn wir das Schneidewerk jetzt verkaufen würden, würden wir immer noch 45.000 plus machen. Wenn wir das gebrauchte Ding eintauschen. Komm jetzt, nee. Also. Okay. Weißt du, als Buchhalter muss ich drauf gucken, dass man so günstig wie möglich rumkomme. Ja, aber weißt du, müssen wir so überlegen, die Dinger sind so alt. Wir haben dann wieder erhöhte Materialkosten, Scheiße. Reparaturkosten. Ja, klar. Was ist denn eine 390er Plus oder was?
20 plus, ja. Den haben wir auch. Ja, ich halte die Größe 9 Meter. Ist halt schon 39 Monate alt. Ja, komm, nee. Verschalten Verschleiß ist wir behalten es jetzt fertig. Bums aus. Der JCB, wie viel hat er? 348 PS. Ja, ja, aber ich finde die Fast Tracks immer so. Die gefallen mir nicht. Ja, das sind die 70, sind die schnell, aber. Kann es sein, dass die Werkstatt jetzt nicht mehr den Motoren-Config anbietet? Bei den Gebrauchtkernen? Bei den Gebrauchtkernen geht es eh nicht. Da kannst du nicht konfigurieren. Ich meinte früher in früheren Versionen der Werkstatt konnte man es konfigurieren. Ja. Also wenn ich da an den Olaf so, denke, da könnte man es konfigurieren. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja. Ja, weiß gar nicht. Ist egal, gehen wir schlafen. Jo. Machen wir Feierabend, sagen wir so. Ja. Hast du mal gut fest verbrennt. Schlafen um 18.14 Uhr ist halt noch nichts. 15. Morgen früh um 5, oder? Geht's weiter. Jo. Warte aber noch kurz, ich möchte mich nur kurz umziehen. Morgen was anderes anziehen. Weiß gar nicht, was ich anhab. Du hast das komische karierte Hemd, das passt eigentlich perfekt zum ältesten Bruder. Karierte Hemd mit der Jacke, mit der Weste. Toll. Das passt perfekt zum ältesten Bruder. Jetzt mal Arbeitsklamotten an. Jetzt, wo wir Feierabend machen. Ja. Kann man da drüber jumpen? Nee, natürlich nicht, ich muss wieder außen rumlaufen. Dami. Ich hab den Zaun gezogen. Du sagst, wenn du bereit bist. Ja. Ja, und ich glaube, mit dem Abend machen wir uns aber einfach Feierabend, hä? Diese Folge. Ja. Wir sehen uns morgen früh auf dem Feld. Wild grubert, ich sähe oder andersrum. Wir werden sehen. Bis dann. Genau. Gute Bis Nächte. Dahin. Tschüssi. Ciao. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert uns und schreibt gerne in die Kommentare. Vielen Dank, bis bald.